deswegen wollen wir es so. Was weiß ich, aus was die das machen, aus den Baumstämmen da. Halb sechs. Und hier gibt es auch die 109, ne? Ja. Kann man da leicht mit. Ja, ich guck. Mal an hier. Ja, nee. Wo läuft sie denn hin, ne? Ja, ist gut jetzt. Den Tank gefüllt an als vorhin. Was? Ja, der Strich war weiter unten vorhin. Ja. Das hat was damit zu tun, warst du rauf oder runter oder drauf. Hm. Wenn du länger hoch fährst, nimm der ab, wenn du runter fährst, nimm der zu. Ja, Benzin ist eine Flüssigkeit. Ja, ich finde das. So, und wie wird die Flüssigkeit gemessen mit einem Schwimmer? Mhm. Ja. Können wir nachher eventuell irgendwo was zu trinken mitnehmen? Hm. Weil hier drin ist ein bisschen warm. Nach 750 Metern links abbiegen. Jetzt wirst du schon sehen, was. Wird noch auf die traditionelle Gras gemacht. Hm. Oh, die Kinder sind dabei. Ja, so wie man das früher heute halt gemacht hat. Hm, schön. Ja, hier noch nicht. Nach Bockau zu dir. Fahren Sie 3,8 Kilometer, dann links abbiegen.
Das ist eine geile Straße. Oh, Hilfe. Da muss man ja Todesängste ausstehen. Achterbahnfahrt. Juhu! Die erste Mal. Ja, das ist eine Achterbahn, die sie da hergestellt haben. Autofahrer würde ich auch gerne mal rutschen. Wir rutschen, Rino. Ja, ich meine, der Witz ist der, hier ist die 100, ne? Als Geschwindigkeitsbeschränkung. Da ist nirgends ein Hinweis, dass die Straße Kurve macht, dass plötzlich ungeteert geradeaus geht. Das ist ja heftig, ja. Ruhe ist! Was ist das? Ja, A2. Super, sehr, sehr geile Kurven hier. Oh. Das ist eine schöne Straße, sowas habe ich selten erlebt. Das ist eine nette kleine Waldstraße. Ja, ich sag's aber so: Da, wo man vielleicht einmal ein Verkehrsschild hinstellen sollte, da stehen sie ganz hin. Sind wir in Bockau, da wo der Bock in der Ausstieg. 150 Metern links abbiegen. Da draußen, da hinten. Schön. Du solltest ja immer mal die Ortsnamen ansagen, ne? Was? Du solltest ja immer mal die Ortsnamen ansagen. Ich sag gar nichts an, wenn ich nicht ruhig. Der Mann ist hier mit seinem Selbstversorgergarten eigentlich richtig davon leben oder macht er das nur so? Ja, ganz allein davon leben wird er noch nicht können. Ja, und was sind denn die Leute sind, ja? Weil er hat ja scheinbar Kinder und. Fahren Sie 900 Meter, ja, dann rechts halten. Was? So lange macht das noch nicht, oder? Ich weiß es nicht. Ja. Ich weiß ja nicht, wie groß, weil er muss ein relativ großes Grundstück haben. Na, muss man schon haben, wenn man sich so. Muss ja verschiedene Sachen anpflanzen. Du musst ja erst einmal herausfinden, was brauche ich, von was brauche ich was für ein ganzes Jahr oder so. Ja, dann musst du es auch lagern können. Bestand ist relativ einfach. Aber der Rest. Naja, da kann man nach eben nicht ganz 150 so, Meter ganz so breit ist Angebot. Das ist ja auch für den Körper nicht so schlimm, wenn man jetzt nicht so das riesige Angebot hat. Das machen dort verschiedene von Lebensmitteln gekauft. Rechts halten. Aber ja, auch nicht unbedingt. Fahren Sie 350 Meter, dann rechts abbiegen. Rechts abbiegen, dann rechts abbiegen. Ah, Scheiße. Da hätte ich noch müssen, ja. Was geht? Machst du das? Neuberechnung in Gang. Hört sich so an. Was? Fahren Sie 1,1 Kilometer, dann rechts abbiegen. Noch Navigerät. Das ist schön. Nee, Matscherei. Ach so. Fahren Sie 1,1 Kilometer, dann rechts abbiegen. Neuberechnung in Gang. Neuberechnung in Gang. Rechts abbiegen. Na, das soll ich lieber nicht.
weil du doch sonst wegen der Quatscherei. Fahren Sie 4,3 Kilometer, dann links abbiegen. Ein bisschen allgemein, ja. Das ist alles mit dem Taschen. Halt darum nur, ja, braucht ganze Spur und Depp. Lauter. Ja, da wird es immer lauter. Ja, da waren wir schon öfters. Guck mal, da ist so nach Chemnitz. Oder was? Das sieht so aus. Ja, mach mal schon. Was wo ist? Noch nicht. Kunstatelier. Uiuiui. Auf die Kunst bin ich auch noch gespannt. Was ist so ein Senfgurken? Latextrand, ne? Die wollen eine Ortsumfahrung, ja, wenn du nicht weißt, was du willst, dann fällt eben. Nach 200 Metern links abbiegen, dann links abbiegen.
Wenn sie gleich breitere Straßen brauchen müssen, dann bräuchten sie keine Ortsumfahrung, die Nahrung. Links abbiegen, dann links abbiegen. Was links abbiegen? Hier soll jetzt links abbiegen, dann biegen halt immer links ab. Lass uns dann einmal überraschen. Nach 200 Metern links abbiegen. Ja, nach 200 Metern biegen wir links ab. Ja. Führst uns jetzt wieder zurück auf den Umweg, du Depp. Achso, blöd zweit. Links abbiegen. Wo ist denn das schon wieder? Das war mein Handy. Und zum Mund. Da für 1000 Nachrichten geschickt. Oh. Kannst du dir mal anschauen? Ach, das wird okay. Hoffe, nächste Woche wird das Wetter besser. Fahren Sie 350 Meter. Ja, das hat sich erledigt, ja. Kann ich wohl löschen oder was? Ja. Nein, nicht löschen. Nicht? Nee, die nicht. Die nächste. Nach 200 Metern links abbiegen. Weil da ist eine Telefonnummer dabei. Hm. Kann ich vielleicht noch brauchen. Mit der Option, na, das kann ich. Ja. Links abbiegen. Da links ist hier geflogen, ne? Was? Da, wie heißt du hier? Ach so, wegen den. Moment, wo den Oktokopter. Genau. Scheiße, was ist denn hier los? Ja, super. Ja, ist okay. Wegen Fliegen, ja. Ich liebe Fliegen. Die Luftfarbe in den Wasserfall. Fahren Sie 1,2 Kilometer, dann auf Abbiegespur rechts wechseln. Da ist gar nichts ins Wasser gefallen. Ihr seid gleich ins Wasser gefallen, wenn ich euch erst habe. Da stehen auch ein paar schöne Wohnmobile rum. Ja, wenn er uns zwingt, auf die Abbiegespur zu fahren. Auf Abbiegespur rechts wechseln. Machen wir doch. Ist hier Turbau? Was? Ist Turbau hier? Weiß ich nicht. Fahren Sie 14 Kilometer. Wo ist es? Wenn der Grenau steht ein Birnbaum schön blau hier, drin in der Grenau steht ein Birnbaum schön blau. Oh, da reitet wieder jemand im Rentnergalopp durch die Prärie.
Also über die Scheibe. Mei, die haben die Scheibe da innen verschmiert, die Dreckschratzen. Hm. Echt? Hoppel, der bis Chemnitz. Mhm. Juba, gleich. Oh ja, die Helios-Kliniken sind hier. Mhm. Jetzt hat sie überlegt. Was? Haben wir sie verwirrt, wenn wir angeguckt haben. Mhm. Oh, so ein herrlicher Bus. Ein herrlicher Bus, was ist denn da herrlich drin? Das war ja ironisch. Gehört er mir? Ja. Also, selbst wenn er mir gehört hat, kann ich nichts damit anfangen, weil ich nicht hören darf. Du hast doch schon erlaubt. Ja, hast schon recht, Sophie. Drin in der grünen Au steht ein Birnbaum, schön blau, juchhe. Hey, Dachschaden! Fahr zu! Oh, schau, da steht ein halber. Da steht ein halber Kondogan-Geier. Die haben es bestimmt bei Lufthansa rausgeschmissen. Ja, machen wir schon mal. Sie ist schon halb verdurstet in der Gegend rumliegen. Genau. Tot und verdurstet. Warte! Hat's zu! Saubande! Ich geb Gas, ich geb Gas! Weil muss ja meine Zuschauer in möglichst kurzer Zeit viel Landschaft geben. Hast du es verstanden, Königin? Aha, das Auto neben uns hat ein Quietsch, wenn es so schnell fährt. Ja, ja. Neben uns fährt kein Auto. Da war ein Auto vorbeigefahren, das hat ein Quietsch. Schön für das Auto. Ja, ja. Vielleicht waren das meine Bremsen. Hinter mir fährt der Held mit der Sonnenbrille, ich habe auch eine auf. Ja, Held mit der Sonnenbrille. Fahrt zu, ich muss meine Zuschauer Landschaft bieten, Landschaft! Blühende Landschaften. In kürzester Zeit blühende Landschaften, so viel wie möglich. Dann fahrt doch vorbei. Ich heiße doch nicht Kohl. Du verkohlst niemanden. Ja, du Arschloch, fahr zu. Ich kann nicht schneller fahren. Sophie, kannst du mal am Rand halten, dass ich mich konzentrieren kann aufs Autofahren? Aber jetzt kann ich nicht mehr überholen. Ich habe ja Getränk umgeschüttet, die Schafe. Ja, schon die Schafe. Das sind ja nur Schafe. Erzgebirgshof, Pension.
Gustav sattelt die Gänse, wir jagen das Mammut. Gib doch mal Gas. Sophie, halt nach Rand, habe ich gesagt. Ja. Wäre eigentlich schon noch früh genug vergasen. Von der Hü. Hoi! 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 Sind wir wieder nicht weit genug nach vorne. Ach, ich liebe es! Mammut haben sie auch keinen Turbolader eingebaut. Kein Sauerstoffverbrenner. Lachgaseinspritzung. Geht ab wie die Hölle. Na Freund, langsam könntest du aber mal aufs Gaspedal treten. Oder gibt der Kiste nicht so viel her? Mhm. Haben sie LED-Leuchten drin, aber nichts rausholen aus der Kiste. Mhm. Ja, das ist eine Katastrophe mit ihm. Mit seiner Köstlichkeit. Hat sie bei ihm ausgeköstelt. Was ist? Was geht? Scheibengleister! Ja, das liebe ich. Genau das habe ich gebraucht. Bye bye, Schnarcher! Jetzt kommt ein ganz brutaler. Der hat einen Buchstabenpasch. Jo, gebt's mir, zeigt's mir's. Jo, ich fahre erst 120. Da könnt ihr noch ein bisschen Gas geben, Freunde. Radalzong, Radalzong. Ah, da gibt's eine Umleitung. Oh, da ist einer abgesiegelt. Wird abgehoben. Ah, was ist hier, Deppen, warum sich ausbremst? Von wieder da vorne ist ein Brummi. Motorrad.
Ja, 10 Minuten noch, dann sind wir da. Mhm, schön. Ladies and Gentlemen. Ja, und? Du tust halt ein bisschen. Kind, verdurst heute ein bisschen. Ich auch nicht. Ich hab's verschwunden. Schau doch jetzt schon aus wie eine 90-jährige Oma. Sind dann dort auch schon wieder 120-jährige. Hey du Zitterfrosch. Zum Rauchen haben wir auch nichts mehr, Drecksvolk. Was auch. Nach 750 Metern rechts abbiegen. Wer redet hier von 10 Minuten? Müssen wir einen Spann erzählen, oder was? Wie lange ist es denn längstens ohne Zigarette da? So lange, bis ich wieder eine brauche. Ist ja nicht so lange. Woher weißt du das? Na, meistens zündest du dir ja schon wieder eine an, wenn die andere schon ausgebraucht ist. Ja, ich bin der Kettenraucher, ja, du hast den auch schon. Du hast doch mal zu jemandem gesagt, du wärst der Kettenraucher. Ja. Ich hab's selber gehört mit meinen eigenen Ohren. Ja, ja, hast schon recht. Rechts abbiegen. Bist echt so beknallt. Jetzt fahre ich auf der Autobahn. So, eine ganz schöne Stück. Oh, da hast du mal zu jemandem sowas gesagt. Ja. Oder war das ironisch gemeint? Ich nehme alles als bare Münze. Oder war das ironisch gemeint? Was weiß ich? Fahren Sie 17 Kilometer. Mandy, ich weiß doch nicht mehr, was du für Situation meinst, wann das war. Hast du mit jemandem gesprochen? Ja, ich spreche mit vielen Leuten. Mein Gott. Könnte die Alte nicht einmal dein Dampflok da sein? Was sagst du bloß? Weil du doch immer von Disziplin gebetet hast. Was hat das mit Disziplin zu tun? Das hat was mit Sucht zu tun. Was? Gott. Wusste gar nicht, dass man süchtig diszipliniert sein kann. Du hast den Schuss weg. Da ist man also auch schon süchtig, wenn man es nicht mal einen Tag ohne Fernseher aushält. Ja. Wenn der Leidensdruck groß genug ist, dass du es nicht aushältst, ja. Man kann doch von allen abhängig werden. Ja. Hat mich noch nie interessiert, ja, und jetzt überhol rechts, so Arschloch. Das ist schon gar der Arschloch, jetzt kannst du eh abbremsen. Ja.
meine Bremsen schonen können. So ein Volldepper, so ein Damischer. Und jetzt können wir wieder rausgeben. Na komm, geh aus dem Knick, der Depp. Die Maus. Geht schon noch was. Zeig's ihm, Papa, zeig's ihm, Papa. Ich sag's ihm, ja, mach's ihm. Gib's ihm. Ja, was ist? Geht da nichts. Komm, Stuttgart. Irgendwer mit der Kamera im Arsch. Juhu. Ja, was bist denn du für ein Brennstoff-Arschloch? PM. Das muss bloß ein Sachs sein. Da hinten drauf ein Sachsen. Nee, das ist ein Niedersachse oder so. Das kann ich ja jetzt an der Stelle nicht erzählen, von den Sachsen. Er hat auch gesagt, ja, dass ja die sächsischen Bäcker überhaupt nicht gutes Backen können. Dass das Zeug alles nicht schmeckt. Wieso kannst du es hier nicht sagen? Natürlich kannst du es sagen. Ja, mich schon wenig meine, ne? Ja. Wenn das sogar schon sagst, du sagst, dass die Sachen nicht schmecken bei den meisten Bäckern hier. Dann entspricht es der Wahrheit. Er hat gesagt, er war schon bei vielen Bäckern, aber das hat alles... Ach ja, haben sie vorhin in Bayern Wein gebraucht. Kam ja auch gut. Feuerwehr musste gestern ausrücken. Was schätzt du, was sie löschen haben müssen? Keine Ahnung. Ein Weihnachtsbaum. Was? Ein Weihnachtsbaum? In Sachsen. Echt? Oh je. Das ist aber schon ein frühes Weihnachten. Ja, oder verspäteter Ausgang. Ah, das ist ein Weihnachtsbaum. War der angezündet oder lag er nur da? Wenn die mussten zu dem Wohnungsbrand ausrücken. Sie mussten den Weihnachtsbrand ausrücken. Nach 1,8 Kilometern rechts abfahren, dann rechts halten. Was weiß ich? Man, so genau sagen sie es ja nicht. Na, die Nachrichten sind eh immer sehr ausführlich im Radio, da fährst du eh immer noch die Hälfte. Naja, wobei die von Bayern 3 mit die besten sind. Ja, finde ich auch. Weil die noch mit am meisten Infos liefern. Ne? Na, in Radio PSR oder wie heißen sie hier? Radio Jump und so, die bin ja. Ja. Das kann man ja auch vergessen als Nachrichten. Naja, die wissen, die Sachsen sind schon immer gut obrigkeitshörig gewesen. Ja, mit ihren Augustin Streuken, den sie führen. Die brauchen nicht so viel Infos. Nee. Rechts abfahren, dann rechts halten. Böse, böse, böse. Ha! Ich bin ja so böse. Ja, das ist meine Kehrseite. Rechts halten. Zynisch, ironisch, sarkastisch, bösartig, gemein. Aber nicht hinterfotzig.
ausbeuterisch. Einfach nur ganz normales Edelpaket. Ja, Edel, Alfred. Ja, Alfred, das Edel, das war meine beste Lehrsendung. Hm. Den habe ich auch früher immer gern angesehen. Der war immer so, so herrlich strullig. Ja, das hat mir gefallen. Ich hab oh yeah. Ich habe den Egel Alfred. Freut mir gar nicht. Fahren Sie 750 Meter, ja, dann auf Abbiegespur rechts wechseln. Ich biege jetzt gar nirgends ab, weil ich schaue jetzt, was da Sache ist, warum da nichts vorwärts geht. Ach du lieber Gott, das wird eine Straßenfegung. Ach du Kacke. Das kannst du ja in der Pfeife rauchen. Schön, dass der Arschloch mich rüberlässt. Kann ich mich auch noch schnell bedanken. Ja, komm, fahr mit deinem Plastikbomber zu. Hm. Sind schön wie die O. Ja, nach 450 Metern auf Abbiegespur rechts wechseln, dann rechts halten. Gut, dann kann ich doch rechts halten. Das heißt, ich sollte mir nachher überlegen, ob ich da auf der Autobahn fahre oder woanders. Ich glaube, ich fahre woanders auf der Autobahn. Ich glaube, ich fahre bis Stolberg. Auf Abbiegespur rechts wechseln, dann rechts halten. Und dann halte ich mir rechts. Schräge dann links. Rechts halten. Mach mal. Rum und Kurven. Rum, maledeit. Und jetzt gib ihm. Und jetzt 250.000 Kilometer fliegen. Na, was ist? Geht fahren damit? Sie 600 Meter, dann links abbiegen. Mach mal, Fusi, mach mal. Brems mich, quietsch mich. Summer of Love. Jetzt fahren wir Richtung Sachsenhalle. Da wird immer rumgelallt, Sachsenhalle. Sollen das überhaupt sein, Sachsenhalle? Keine Ahnung. Links abbiegen. Also bekloppter Haufen. Fahren Sie 550 Meter, dann rechts abbiegen. Mach mal. Jo, mach mal. Rechts abbiegen. Jo, mach mal. Hey, was ist denn hier los? Darfst du nicht reinfahren? Da ist ja dein Kindergarten hier. Von wo ist der Kindergarten? War der nicht hier? Von Pfiffi? Nein. Davon war er, ne? Oder? Der war weiter vorne woanders. So. Das hat das nicht so gut. Ankunft am Ziel auf der rechten Seite.